Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Share the Love Video. Ich sage das erste, weil es nicht das einzige bleiben soll. Ihr habt in letzter Zeit gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne kleinere YouTuber unterstütze, deren Content ich sehr, sehr, sehr gut finde und die meiner Meinung nach zu wenig Abonnenten haben. Letztens gab es auch unter einem Video von Mami Seelen so eine kleine Diskussion. Sie hatte in dem Video Isabeau empfohlen. Und es kam halt so ein bisschen raus, warum die großen YouTuber sich nur immer gegenseitig empfehlen und nicht kleinere YouTuber, denen es gerade helfen würde. Und ich bin jetzt auch kein großer YouTuber, aber ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten. Das ist immer Ansichtssache. Also einige YouTuber finden mich mit meinen 3000 schon sehr groß. Ich finde alles, was ab 10.000 ist, schon sehr, sehr groß. Einige finden es erst groß, wenn man über 100.000 Abonnenten hat. Das ist also Ansichtssache. Aber alle Kanäle, die ich euch vorstelle, haben auf jeden Fall, glaube ich, alle unter 20.000 Abonnenten. Einige haben nicht mal 1.000 Abonnenten, was völlig ungerechtfertigt ist. Es gibt so drei Kanäle, die habe ich euch letzte Woche erst vorgestellt. Und die finde ich nach wie vor natürlich toll. Das sind Kascha, das sind einfach Emmy, die übrigens auch gerade eine tolle DIY-Reihe hat. Und das ist zum Beispiel Hüli. Die verlinke ich euch jetzt einfach mal ohne größeren Kommentar unten in der Infobox, weil die meisten von euch werden da sicherlich schon reingeklickt haben. Es gibt aber auch noch andere YouTuber, die ich euch gerne heute in diesem Video empfehlen möchte. Und es ist ganz, ganz bunt gemischt. Also es sind nicht nur Mamas, weil ich natürlich privat nicht nur Mama-Kanäle abonniert habe und schaue. Es ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt und damit sicherlich für den einen oder anderen was dabei. Außerdem möchte ich auch ein paar YouTuber dazu taggen, auch ein Share the Love Video zu machen. Und da tagge ich größere YouTuber. Denn umso mehr Reichweite, umso schöner ist es natürlich für die kleineren Kanäle. Und ich tagge für ein weiteres Share the Love Video das Glückskind, Ella the Bee, Rosie Sly und Hannah und Osmo. All diese Kanäle verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Falls ihr die noch nicht könnt, könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen, weil es sind auch tolle Kanäle, aber große Kanäle. Und heute soll es ja um eher kleinere Kanäle gehen. Da wäre zum einen der Kanal Reduziert Leben. Anfangs war das auch mal ein Mama-Kanal. Dann ging es so ein bisschen um Minimalismus. Und jetzt sucht sie gerade so einen neuen Weg. Ich finde es aber sehr, sehr sympathisch, was sie macht. Es ist sehr, sehr echt, was sie macht. Und deswegen empfehle ich euch mal, bei ihr vorbeizuschauen. Außerdem der Kanal Gabel, Schere, Block. Bei uns lief vieles parallel. Sie hat auch was zu ihrer Hochzeit gemacht. Natürlich hat sie Schwangerschaftsupdate zu ihrem ersten Kind gemacht. Macht aktuell gerade Schwangerschaftsupdate zu ihrer zweiten Schwangerschaft. Und schaut doch auch mal bei der lieben Katrin vorbei. Der liebe Max. Max Green macht auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es geht aber hauptsächlich bei ihm auch um Nachhaltigkeit. Und wer sich für dieses Thema interessiert, sollte auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Ich liebe, liebe, liebe die etwas kontroversen Videos von Millis Kurven. Millie macht wirklich was anderes. Sie legt nicht so viel Wert auf das Äußere ihrer Videos, sondern auf den Inhalt. Sie spricht auch viele Themen an, die vielleicht zu selten angesprochen werden, die nichtsdestotrotz wichtig sind. Und wenn ihr mal ein bisschen was anderes auf YouTube sucht, dann solltet ihr mal bei Millie vorbeischauen. Wen ich persönlich sehr, sehr gerne gucke, obwohl mich das thematisch eigentlich gar nicht mehr so doll interessiert, nämlich Beauty, ist Julie and More. Aber ich sehe sie so gern, weil ich ihre Stimme so toll finde. Also ich bin ja so ein YouTube-Schauer, der ganz, ganz viel darauf gibt, ob ihm die Stimme eines YouTubers sympathisch ist. Und dann kann das Thema mich überhaupt nicht interessieren. Ich schaue mir trotzdem jedes Video an, weil ich die Stimme so gut, so sehr mag und weil ich dabei so gut abschalten und entspannen kann. Und Julie and More gehört da auf jeden Fall dazu. Also sie macht ganz, ganz viel Beauty, sie macht aber auch DIY-Sachen und ich empfehle euch ihren Kanal einfach, weil ihre Stimme so toll ist. Des Weiteren möchte ich euch aus dem Beauty-Genre Bea vorstellen. Bea finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Sie ist wunderschön und wenn euch Beauty-Videos interessieren, gebt ihr mal die Chance, euch zu überzeugen. Ein bisschen Musik darf auch nicht fehlen und deswegen empfehle ich euch die sehr talentierte Hannah. Hannah macht Covers, aber sie macht auch eigene Songs und ihren Kanal findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. Aus dem DIY-Bereich möchte ich euch den Kanal DIY Mode vorstellen. DIY, finde ich, kommt auf YouTube viel, viel, viel zu kurz, wird viel zu selten gesehen und sie macht richtig tolle Videos, richtig tolle Ideen, also schaut auch mal bei ihr vorbei.
Und wenn ihr noch einen tollen Mama-Kanal sucht, dann schaut mal bei Maria vorbei. Maria steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch schon so weit, wenn dieses Video hier online kommt. Also schaut mal bei ihr vorbei. Lasst gerne einen Gruß von mir da. Und ja, ich hoffe, es war der ein oder andere Kanal für euch dabei. Wir hatten jetzt so ein bisschen Verschiedenes. Wie gesagt, es soll nicht das einzige Video in dieser Reihe bleiben. Ich möchte definitiv noch zwei weitere Share the Love Videos machen, weil es noch viele Kanäle gibt, die ich euch vorstellen möchte. Aber ich möchte immer nicht so viele vorstellen. Irgendwann verliert ihr ja komplett den Überblick und ich möchte das halt in ein paar Wochen einfach nochmal machen. Ihr könnt mir jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr jetzt durch meine Empfehlung einen YouTuber neu entdeckt habt für euch. Oder wenn ihr mir so empfehlen könnt, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir kleinere Kanäle empfehlt, weil die großen kennt man ja fast alle. Und es geht ja gerade darum, kleineren YouTubern die Chance zu geben, ein paar mehr Abonnenten zu bekommen, eine größere Reichweite zu erhalten und damit ja, mehr Menschen mit ihren Videos zu erreichen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!